Ja, hallo und herzlich willkommen zum Lustmontag. Lustmontag, Start in die Woche, oder? Ein guter Tag, um lustvoll in die Woche zu starten. Und heute beantworte ich eine Frage, die mir gestellt wurde im Rahmen meiner Umfrage zum Thema Selbstliebe, Selbstbefriedigung. Und zwar, wie kann ich denn mehr genießen und nicht immer dem Orgasmus hinterherjagen? Also weg von der Jagd nach dem Orgasmus, bleibe ich mal kurz stehen hier, hin zu wirklich genießen, 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 spüren, fühlen, ja, entdecken und genießen. Und ich bin gerade unterwegs an der Argen. Ich zeige euch mal hier, wie es funktioniert. Ja, hier hinten rauscht die Argen. Vögel zwitschern, wunderbar. Ja, also, wie kannst du weg von der Orgasmusjagd hin zu genießen, genießen, spüren und entdecken? Also der erste Schritt ist immer natürlich, dass du dir das überhaupt erst mal bewusst machst und sagst, okay, es gibt Zeiten in der Selbstbefriedigung, da geht es einfach nur um den Orgasmus, um quasi die Erlösung, um, ich sage jetzt mal auch, die Erleichterung. Und das ist okay, okay? Und dann gibt es Zeiten in der Selbstliebe und in der Selbstbefriedigung, ja, die du richtig nutzen kannst, um dich mal zu entdecken. Weil der Punkt ist der, so viele sehnen sich nach einer erfüllten Sexualität, nach einer lustvollen Sexualität. Und Selbstbefriedigung, stehen hier die Haare ab, hä? Und Selbstbefriedigung ist ein Schlüssel da dazu, okay? Weil der Punkt dahinter ist der, gerade auch in der, jetzt aber, in der Selbstbefriedigung. Wir folgen einem gewissen Muster. Und in der Regel ist es so, dass die Menschen sich immer auf dieselbe Art und Weise selbst befriedigen, schon vielleicht seit Jahren. Und das ist einfach ein gewisses Muster, das abläuft, okay? Und das bedeutet natürlich auch, dass du deinen Körper darauf trainierst, dass du so zum Orgasmus kommst, dass du nur so zum Orgasmus kommst und dass es nur so funktioniert. Das bedeutet auch, da ist sehr wenig Vielfalt dabei, okay? Das ist quasi, als ob es bei der Selbstbefriedigung jedes Mal nur Pizza gibt. Und es gibt immer nur Pizza. Es gibt nie einen Salat oder ein grünes oder ein Eis oder sonst irgendwas. Es gibt immer nur Pizza, immer das Gleiche, immer auf die gleiche Art und Weise, okay? Und das ist natürlich auch ein bisschen monoton. Und das führt vor allem dazu, dass du deinen Körper trainierst, genau auf das, was du tust, okay? Und wenn du jetzt zum Beispiel auch mit einem Partner zusammen dann eben in der Folge ja, mehr Lust empfinden möchtest, mehr dich gehen lassen möchtest, mehr dich fallen lassen können möchtest, ist es quasi wichtig, dass wir umlernen. Das bedeutet, diese Muster und diese Art und Weise, wie du dich selber berührst, anfasst, wie du zum Orgasmus kommst, dass wir das quasi umlernen und neue Möglichkeiten dazu lernen. Also es geht nicht darum, dass das falsch oder schlecht ist, sondern es geht einfach darum, quasi dein Spektrum zu erweitern, okay? Dein orgastisches Potenzial zu erweitern und vor allem auch mal, das ist das, was wir im Frauenkreis üben, den Orgasmus mal ganz außen vor lassen, okay? Wer bin ich ohne meinen Orgasmus? Das ist eine Frage, die du dir stellen kannst. Und wirklich mal ganz bewusst den Orgasmus außen vor lassen und gucken, okay, was passiert denn, wenn ich nicht dieses Ziel Orgasmus habe? Was tue ich denn dann? Weiß ich überhaupt etwas mit mir anzufangen? Oder was passiert denn dann? Und dann könnt ihr einfach mal hergehen und euch mal berühren und mal eine schöne Brustmassage zum Beispiel einfach nur machen. Einfach nur die Brust massieren, den Bauch massieren, den ganzen Körper massieren, die Vulva massieren. Und schön atmen, über die Atmung können wir sehr viel Vielfalt und Flexibilität in die Selbstbefriedigung und dann auch in die Sexualität mit einem Partner reinbringen. Und Selbstbefriedigung ist einfach ja, der Platz, wo du in einem absolut sicheren Rahmen üben kannst mit dir selber, okay? Das bedeutet, wenn du keine erfüllte Sexualität mit einem Partner hast oder dich danach sehnst, eine erfüllte Sexualität mit einem Partner zu haben oder überhaupt erstmal einen Partner zu haben, dann lade ich dich ein, fang mit der Selbstbefriedigung an, mach das 3-mal die Woche. Und da geht es nicht ums Lust haben oder nicht, sondern da geht es darum, dir selber zu begegnen und zum Beispiel auch mal
in der Selbstbefriedigung, wenn du beginnst, über die Atmung in dein Herz zu gehen, dein Herz zu öffnen und mal aus dem Herzen heraus dich zu berühren, aus der Liebe heraus dich zu berühren. Und da ist so viel möglich. Nur viele sind einfach so, ja, Selbstbefriedigung, das ist einfach nur so geschwind zum Entspannen oder mir geschwind kurz einen abrubbeln, wie man immer wieder hört. Und das ist ja nicht wirklicher Sex. Also wirklicher Sex ist ja der Sex mit einem Partner, okay? Und das ist Bullshit, das ist weit gefehlt. Weil so wie du mit dir selber umgehst, so gehst du auch mit dem Partner um. Also das ist einfach, wie soll ich sagen, Gesetz. Und die, die ich kenne, die eine tolle, eine erfüllte, eine nährende Sexualität haben, die haben es alle auch gut mit sich selber und der Selbstbefriedigung. Und sind da auch ideenreich und einfallsreich und genießen das auch, okay? Und für mich ist es sowieso deshalb weg von der Jagd nach dem Orgasmus hin zu genießen, fühlen, spüren, fühlen. Es ist egal, ob du mit einem Partner bist oder nicht mit einem Partner bist. Lass mal diesen Orgasmus außen vor, lass mal dieses Ziel außen vor. Berühr dich einfach mal, begegnet euch einfach mal, ohne Ziel, ohne Druck, ohne dass das irgendwo hingehen muss. Weil nur dann kann auch wahre Begegnung stattfinden. Und dann kommt noch etwas anderes dazu, weg von der Jagd nach dem Orgasmus oder hin zu wahrer Begegnung, zu spüren, fühlen, genießen. Schau mal hin, aus welcher, wie soll ich sagen, aus welchem Zustand heraus du jemandem auch begegnest. Auch das ist zum Beispiel so Selbstbefriedigung, Selbstliebe. Und Selbstbefriedigung ist für mich ja mit die höchste Form der Selbstliebe. Ich meine, warum hat Gott, das Universum oder wer auch immer es war, uns so erschaffen, oder? Und auch speziell für Frauen, oder? Die Klitoris ist ein reines Lustorgan, das ist nur zu unserem Vergnügen da. Also nutzen wir es auch. Und über die Selbstliebe, über die Selbstbefriedigung kannst du so viel Qualität, nahrhafte Qualität in deine Sexualität bringen. Das ist der Schlüssel dazu. Und wenn du da nicht bereit dazu bist, dann bist du im Mangel. Dann sage ich jetzt mal, ist es so ein Mangelverhalten im Sinne von, ja, ja, ich bin ja nur, ich bin ja selber nicht gut genug, ich bin mir selbst nicht gut genug. Und die wahre Erfüllung, die liegt außerhalb von mir. Die wahre Erfüllung liegt nur in der Begegnung mit einem Partner, mit einem Mann, oder? Und dann sind wir im Mangel. Dann sind wir im Mangel und dann begegnen wir auch diesem Mann im Mangel, oder? Dann ist es nicht aus der Fülle heraus. Und über die Selbstbefriedigung und über die Selbstliebe könnt ihr euch wirklich auffüllen mit Orgasmen. Also zuerst lasst mal die Orgasmen außen vor, dann baut sie wieder mit ein und spielt ein bisschen damit. Nur erst muss man mal umtrainieren und erst mal wirklich auch dahin kommen, über die Berührung, über die Atmung, wirklich nur ins Spüren und ins Fühlen und ins Genießen kommen. Und dann können wir uns da damit auffüllen und dann können wir das auch mit jemandem teilen. Und dann kommen wir von einem Platz von Fülle und nicht von Mangel heraus, okay? Und auch in der Begegnung mit dem Partner, oder? Lass den Orgasmus mal außen vor und auch überlegt auch mal, was ist überhaupt Orgasmus? Wisst ihr? Also viele haben nur diese eine Definition von Orgasmus, wie es sein muss und wie es zu sein hat. Aber es gibt so viele. Also A, gibt es zig mögliche Formen von Orgasmen. Jetzt kommt hier der Sturm auf. Mal gucken, ob es noch hält. Von Orgasmen. Und es gibt zig verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Lachorgasmen, es gibt Nasenorgasmen, es gibt vaginale Orgasmen, es gibt anale Orgasmen, es gibt klitorale Orgasmen, es gibt Busenorgasmen, Brustorgasmen, Atemorgasmen, Energieorgasmen. Also es gibt, wisst ihr, Orgasmen, das ist mehr ein Zustand von wie fühle ich mich und von der Lust, die ihr fühlt, okay? Und in diesem Zustand könnt ihr euch über die Selbstbefriedigung reinbringen. Und das Gute ist eben, dass wir in der Selbstbefriedigung in einem absolut sicheren Rahmen experimentieren können mit uns selber, okay? Und dann können wir diese Sicherheit, die wir mit uns selber lernen können, in eine Beziehung und eine Begegnung mit einem Mann reinbringen.
Weil viele Frauen können sich deshalb nicht fallen lassen, nicht hingeben in der Sexualität mit einem Partner, weil sie sich nicht sicher fühlen. Okay? Und diese Unsicherheit, es hat ganz viele Schichten und der Weg ist über dich selbst. Die Erlösung liegt nicht im anderen, die Erlösung liegt in dir selber. Okay? Und da ist es einfach auch Zeit, ja, dass wir Frauen auch bereit sind, zu 100% die Verantwortung dafür auch zu übernehmen und nicht mehr Selbstbefriedigung als Sex zweiter Klasse abstempeln und immer nur diese Sprüche von, ja, aber das ist nicht, ja, aber das kann man ja nicht vergleichen mit einem Mann, oder? Also das ist einfach wirklich Bullshit und es ist Zeit, dass wir da aufhören damit und wirklich zu 100% die Verantwortung für uns übernehmen. Und ich kann euch sagen, aus dem Frauenkreis, da üben wir das und da praktizieren wir das. Da höre ich die geilsten Geschichten von den Frauen, wenn sie anfangen, das zu tun. Nicht nur von sich selber, sondern auch, wie sich dadurch die Sexualität mit ihren Partnern verändert, oder? Gestern hat erst eine Frau reingepostet und hat gesagt, Ute, seit ich das so mache, wie du mir das gesagt hast, es ist unglaublich. Mein Partner hatte zuerst gar keinen Sex, dann bin ich los und habe gesagt, okay, dann vergnüge ich mich selber. Eine Weile später kam er dann sagte, und wir hatten Sex zusammen und ich habe mich so begehrt gefühlt. Ich habe mich so begehrt gefühlt, wie schon seit Jahren nicht mehr. Okay? Wie hat sie das ausgelöst? Jetzt warten Sie, dass hier der Laster vorbei ist. Wie hat sie das ausgelöst? Nur durch sich selbst. Okay? Und ich fand es so cool, was sie geschrieben hat. Oh mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung, wie das mein Leben verändert wird, wenn ich zu 100% die Verantwortung für mich und meine Sexualität und meine Lust übernehme. Okay? Und da gibt es viele Facetten davon. Ich weiß, viele sagen, ja, aber das tue ich doch schon. Ja, da gibt es also sehr viele, sehr, sehr viele Stufen und Varianten davon. Okay? Ja, und das ist heute zum Montag, Lustmontag, die Einladung einfach an dich. Lass mal den Orgasmus ganz außen vor, erkunde dich selber und genieß dich, erkunde das mal, spüre dich und komm dir da selber mal auf der Spur und ja, tu über die Selbstbefriedigung, über die Selbstliebe, ja, wirklich dein orgastisches Potenzial, dein lustvolles Potenzial erweitern und für alle, die da keine Lust zu haben, ist auch die Einladung, tu es trotzdem, weil da damit kommt auch die Lust wieder. Okay? So, jetzt lasse ich euch mal hier nochmal, jetzt ist der Sturm wieder, ich kann trotzdem nochmal kurz zum Abschluss. Hier hat es gerade richtig gestürmt. Ich hoffe mal, ich komme noch trocken hier wieder zurück. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen, ich wünsche euch noch einen lustvollen Montag. Startet toll in die Woche und ja, genießt eure Lust auch gerade jetzt in dieser Zeit. Lust ist eine Quelle, aus der du schöpfen kannst. Lust ist Kraft und lass mich in den Kommentaren wissen, ob du bereit bist, deine Lust, deine Verantwortung, andersrum, ob du bereit bist, zu 100% die Verantwortung für deine Lust zu übernehmen. Wenn ja, schreib bitte ein Ja in die Kommentare, okay? 1000 Küsse, macht's gut, bis zum nächsten Mal.